Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica und ja, ich weiß, wo wir Diamanten finden. Ja, man mag es gar nicht glauben. Tatsächlich an Schieferwänden im Ozean. Gar nicht so tief und gar nicht so weit weg soll es wohl sein, habe ich mir sagen lassen. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir so eine Wand finden. Das sind quasi so Art Klippen unter Wasser. Also so wie sowas hier. Und an solchen Sachen sollen tatsächlich auch Diamanten zu finden sein. Und da müssen wir doch dann mal wirklich gucken, ob wir da schauen. Ich habe jetzt auch das Inventar noch gar nicht leer gemacht. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob wir das wirklich finden. Gold sogar null. So, Batterie nur noch 2%, ist aber nicht schlimm. Wir können ja nachladen, wir haben ja ein bisschen... Wir haben ja tatsächlich ein bisschen... Alter, der soll mir nicht am Sack gehen. Was ist denn mit dem? Kupfererz. Der soll weggehen. Ich bin doch hier am... Der sieht doch, dass ich hier zugange bin, oder? So, Titan. Alter. Was ist denn hier los? Titan. Kupfererz. Ja, wir düsen gleich nach oben. Gold. Gold finden wir aber kein Titan, ist aber nicht schlimm, denn... was ist das hier? Ja. Oh, trinken müssen wir auch. Oh. Oh, und jetzt ist die Batterie alle. Das ist natürlich schlecht. Ja, machen wir. Gar kein Problem. Alles gut. Dann würde ich sagen, düsen wir mal eben schnell zurück und holen uns mal eben was zu trinken, bevor wir weiter auf Titansuche gehen. Ja, ich will diesen Schneider haben, auf jeden Fall. Diesen Brisku-Schneider. Vielleicht fliegen wir... vielleicht fliegen vor allen Dingen. Weil ich bin voll im Weltraummodus. Vielleicht nach Südosten oder so in der nächsten Runde. Lass uns da mal gucken, ob wir da eine Klippe finden. So eine Unterwasserklippe vielleicht. So, lass mal hier was herstellen, ein bisschen auch Wasser und so. Wir haben ja ein paar Fische auch gesammelt. Ein bisschen Nahrung auch. Aber dann können wir uns satt essen und satt trinken. Energie ist natürlich jetzt, geht natürlich jetzt runter. Weil wir natürlich keine Sonne haben, füllt die sich natürlich nicht auf. Wir sollten also aufpassen, was wir tun. 45 haben wir noch von 75. Ich glaube, sind es 4 immer, die abzieht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was können wir hier noch bauen? Achso, Leuchtfackel und... ja, Kabelsatz, toll. Und Glas, Titan. Chlorbleiche, Schmierstoff. Okay, gut. Ein Essen. So, wir trinken erstmal. Vital signs stabilizing. Essen natürlich auch, direkt. Dann, das kann den Behälter wechseln und dann trinken wir nochmal was. Also trinken ist auf jeden Fall schlimmer, finde ich. So, Diamant. Oh, nee, wo packen wir es denn jetzt alles rein? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Nein. Der stackt das ja nicht, ne? Gold. Wir haben so viel von dem, von den Titanen, ne? Das ist unfassbar. So, warte mal. Diamant brauchen wir jetzt noch, ne? Oh, warte mal, wir haben... Metallschrott braucht so viel. Okay, ich pack's mal da rein. Ist zwar jetzt nicht richtig, ich weiß, aber egal. So, was habe ich gesagt? Richtung Süden, Südosten wollte ich mal, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht eine Klippe finden, wo wir das abarbeiten können. Hier, das sieht doch aus wie sowas. Vielleicht werden wir ja hier fündig, schauen wir mal.
Kupfererz. Ich sammle jetzt, wie gesagt, nur das ein, was wir wirklich brauchen. Also Nahrung können wir auf jeden Fall mitnehmen. Uah. Dann sollten wir uns doch eine andere Klippe suchen. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Hier vielleicht? Titan? Na. Was war das? Natürlich Blei. Was auch sonst. Oh, warte mal, da liegt was in der Kiste. Was ist das? Das haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja, Laserschneiderfragment. Das haben wir schon gefunden. Da könnte eine wunderbare Klippe sein. Ich tauche mal eben auf, um Sauerstoff zu tanken. So. Zack. Na. Und dann gehen wir mal nach unten. Und dann hoffen wir mal, dass wir dort jetzt fündiger werden. So. Gestein sehe ich noch nicht. Aua, was? Hä, was war das denn? Was hat mich denn da angegriffen? Habe ich da irgendwas angegriffen? Bisher immer noch kein Diamant. Silbererz. Silbererz. Kupfererz. Uah, der wahrscheinlich, ne? Salzablagerung. Der geht mir ein bisschen auf Keks, muss ich sagen. Ach, guck mal, da ist Schrott. Da ist Schrott gerade runtergefallen. Alter, was ist denn mit dem? Hat der heute seinen schlechten Tag oder so? Dieser Fisch. So, füllen wir mal auf. Und dann düsen wir nochmal runter. Weil ich glaube, das sieht ja ganz gut aus, was die Klippe so angeht. Vielleicht können wir hier echt fündig werden. Was ist das denn Schönes hier? Okay. Ich würde sogar ein bisschen weiter tauchen. Gold, nee. Silber wäre schön. Was ist das hier? Schubkanonenfragment. Ja, den scannen wir mal. Okay. Schubkanone, nice. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ja, I know. I know what you mean. 30 seconds. Ja. Mist. Immer noch kein Diamant. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht fokussieren wir uns auf andere Dinge. So. Hui, hallo. So. Also wenn wir jetzt zunächst keinen Diamant finden, fokussieren wir uns wirklich auf andere Dinge. Sonst dauert mir das zu lange. Weil jetzt nur für einen Laserschneider. Vielleicht finden wir das ja noch woanders. Das kann ich ausscannen. Was ist denn das? Scanraumfragment haben wir da, glaube ich, schon, ne? Ja, natürlich. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, wo ich das finde. Schneller finde vor allen Dingen. Haben wir schon. F
Vielleicht hier an den Klippen? Natürlich. Natürlich Titan, was auch sonst. Was ist das hier? Lithium, Lithium. Lithium, Lithium. Sind das diese Kugeln, worüber wir gelesen hatten, letztens? Dumm, 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 dumm. Also Kupfererz und Titan finden wir in Hülle und Fülle. Aber kein Diamant. Oh, Diamanten sind auch roh, ne? Also sehr, sehr selten, auch auf der Erde. Und teuer. Teuer, teuer, teuer. Was ist das hier? Okay, das ist nur ein Fleck. Ich dachte erst. Blei. Schön. Ja, komm, nehme ich mal mit. Gibt's ja auch nicht so viel. Ich hatte jetzt nachgelesen gehabt, wie gesagt, dass es hier an so Klippen ist, dass man da sehr gut Diamanten sammeln kann. Aber wahrscheinlich kommt es auf die... Wahrscheinlich kommt es auf die Tiefe drauf an. Vielleicht. Was ist das hier? Oh, ich hätte es vorher scannen sollen. Verdammt. Ich vergesse das immer. Wo waren das noch gewesen, wo man die Sachen erst scannen muss? Damit man die auch erforscht und so. Das gab's irgendwo. Na, Salzablagerung? Quarz natürlich. Das gibt's doch nicht. Und wir sind schon so tief. Ja, oh, oh. Und 120 Meter. Aber das schaffen wir noch. Und wieder ist Sauerstoff unser Feind, so wie bei Brief Edge. Naja. So. Düsen wir mal dahin. Damit geht es auf jeden Fall wesentlich flotter mit dem Teil, als wie normal schwimmen. Aber wir haben keine Batterie mehr. Das ist schon die zweite, die jetzt drin ist. Wir sollten also... vielleicht wieder so langsam mal zurückdüsen. Ich sehe aber nicht ein Gestein hier. Da, aber das ist dasselbe. Es muss, glaube ich, dunkel sein. Huch. Was ist das denn? Rote Wiege. Was tut es? Okay, keine Ahnung. Ist einfach da. Die rote Wiege. Die rote Wiege. Und ich mach die Biege. In der roten Wiege. Du bist kein Titan. Kein. Natürlich bist du Titan, aber kein Diamant. Das war so klar. Verdammt. Es tut mir leid. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas anderes Wichtiges herstellen können, was vielleicht ein bisschen einfacher zu bauen ist. Erstmal vielleicht eine Seemotte, womit wir auch weiterreisen können oder so. Das wäre halt noch genial, weil wir jetzt ein paar Ressourcen gesammelt haben. Vielleicht können wir ja das große Schiff bauen, also das Fahrzeug, womit wir dann durch die Weltmeere düsen können. Hast du vielleicht Titan bei dir? Was ist das denn? Tigerpflanze. Weck den Tiger in dir. Vielleicht ist es ja möglich, mit der Seemotte auch ein bisschen tiefer zu tauchen, dass man da vielleicht ein bisschen düsen kann.
Ah, und ich vergesse immer, wir kriegen ja immer Lebensenergie in unserer Rettungskapsel, ne? War das nicht so gewesen, dass die Lebensenergie da immer wieder respawnt, also die Medipacks und so? Ist das eigentlich noch? Da würde ich gerne mal gucken gehen. War das nicht so? Ich meine, das war doch so, ne? Ja, natürlich. Oh, Entschuldigung. Ja, hier respawnt das ja immer, stimmt ja. Leitung, okay. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Okay. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Okay. Haben wir gespeichert zum PDA. Warte mal, wo stelle ich denn die Seemotte nochmal her? Die ist hier, ne? Titanbarren, Energiezelle, zweimal Glas, Bleihammer, Schmierstoff. Schmierstoff haben wir, glaube ich, ne? Energiezelle haben wir auch. So. Wir haben Blei. Wir brauchen zweimal Schmierstoff. Haben wir auch. Was brauchen wir noch? Ich guck mal eben. So, zweimal Glas und zweimal Titanbarren brauchen wir. Zweimal Glas, zweimal Titanbarren. Einmal Glas. Titanbarren müssen wir, glaube ich, herstellen. Titanbarren einmal. Wir brauchen noch Glas. Glas stellen wir, glaube ich, mit Salz her, ne? Kann das sein? Oder war das mit was anderem? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Oh, Entschuldigung. Hatten wir nicht noch Glas irgendwo drin? Da ist Glas. Kann ich das Salz nochmal da ablegen? So, die Seemotte, kann ich die nicht hier, warte mal, nee, warte mal, hier stelle ich die ja gar nicht her. Wir haben alles, was wir brauchen. Ah, wie stelle ich die her? Wasser- und Weltraumfahrzeug für eine Person. Oder muss ich das, warte mal. Ich habe doch hier so ein Bauteil, ne? Ist das das hier? Shot, okay. Verstärkt und verhindert das Eindringen von Wasser. Ach krass. Biodetektor. Innenmodul, sonstiges. Oder mussten wir nicht irgendwie so eine Fahrzeugstation